Als ich gestern nach dem Wochenende nach Hause kam, war es hier in meinem Dachgeschoss 31,5 Grad warm. Da freut man sich natürlich. Noch mehr habe ich mich darüber gefreut, dass ich dieses Teil hier habe. Das ist die nagelneue Midea Porta Split. Eine Split-Klimaanlage, mobil, die läuft auf Rollen, die kann ich durch die ganze Wohnung schieben. Verbunden mit so einem Schlauch, der ist etwa 2,5 cm dick, mit einem Außenteil. Ich habe euch das gerade mal gezeigt, wie das aussieht, wenn man das auf- und abbaut. Das geht innerhalb von einer Minute, ist überhaupt kein Problem. An ganz vielen, eigentlich an den meisten oder fast an allen Fenstervarianten möglich. Egal, ob ihr jetzt ein Dachflächenfenster habt oder wie ich hier ein Gaukenfenster oder natürlich im Balkon, dann ist es ganz leicht, dann stellt das einfach entsprechend raus. Was ich aber hier mal mitteilen wollte, innerhalb von etwa 1,5 Stunden habe ich diese Anlage dann auf die mittlere Stufe gestellt, das ist Low bzw. Mid. Nicht auf Vollpower. Ich habe euch letztens hier ein Video präsentiert, wo ich euch mal die Verbrauchszahlen, die Stromverbrauchszahlen gezeigt habe, den Unterschied zwischen Silence. Hier bietet die uns eine sehr, sehr leise Variante zu dem Stromverbrauch, bzw. Silence-Variante, denn jetzt, wo sie jetzt hier auch entsprechend läuft, verbraucht sie um die 300 Watt pro Stunde. Das heißt, umgerechnet sind das etwa 10, 11, 12 Cent pro Stunde. Und damit kann ich mir aber mein Dachgeschoss wunderbar kühl halten, wenn es einmal kühl ist. Ich habe, wie gesagt, gestern dann, um diese extreme Hitze runterzufahren, habe ich das Gerät 1,5 Stunden lang auf der mittleren Stufe laufen lassen und habe dann einfach auf Silence gestellt, das heißt auf die niedrige Stufe, wo der Stromverbrauch da ist und sehr gering ist. Und ich habe wunderbar geschlafen. Und auch jetzt, es sind draußen momentan wieder 35 und heute kommt eine enorme Schwüle noch dazu. Der Vorteil ist ja, so eine Klimaanlage und gerade hier die Midea Porta Split, ganz neue Technik, sehr, sehr effizient arbeitend, hat ja den Vorteil, dass sie nicht nur kühlt, das heißt, also ihr könnt die Temperatur innen um 3, 4, 5 Grad senken. Das hört sich nicht so viel an für viele, ist aber sehr viel, weil sie eben auch in dieser Zeit die Feuchtigkeit aus dem Raum nimmt. Und das ist für mich das Wichtigste eigentlich überhaupt. Denn mit der Luftfeuchtigkeit, gestern war es etwa hier dann 65-68% Luftfeuchtigkeit. Und nach den 1,5 Stunden, wo ich sie habe laufen lassen, hatte ich 48%. Und das könnt ihr auch dann auf 45% noch runterfahren, wenn ihr die dann einfach auf Silence laufen lässt, ganz entspannt. Habt ihr dann eine wunderbar kühle Wohnung, auch in einem nicht so gut isolierten Dachgeschoss wie dem, in dem ich hier wohne. Und das ist wirklich genial hoch 10. Das rettet einem die Nacht, das rettet einem den Tag. Ich habe hier Homeoffice, also ich könnte bei 31 oder bei 30 Grad und Schwüle könnte ich hier nicht arbeiten. Da kann ich mich nicht konzentrieren und gar nichts und schlafen schon gar nicht. Ich habe gestern in der Nacht dann mal das Fenster mal kurz aufgemacht, da kam mir eine schwüle Suppe entgegen, das war furchtbar. Dann mache ich es wieder zu und dann läuft das Ding hier einfach. Im Übrigen auch draußen, das Außenteil hat natürlich auch ein Geräusch, aber es ist so leise, dass es im Prinzip hier zumindest bei mir niemanden interessiert. Ich habe auch darüber viele Videos gemacht. Ich habe euch die Stromverbrauchsvideos über die Anlage gemacht. Ich habe die Lautstärkenvideos gemacht. Ich habe die Anlage schon mit einigen anderen Anlagen verglichen. Guckt da einfach mal in die Playlist, die ich euch gerne anbiete, Prima Klima Playlist rein. Ein, zwei Videos verlinke ich euch auch. Momentan nicht lieferbar, schon länger nicht. Viele ärgern sich darüber und sagen, ja toll, ich möchte sie gern haben. Laut Midea ist sie jetzt aber wieder kurzfristig, ab Mitte August soll sie lieferbar sein. Soll. Und schaut da einfach am besten in meinen Link entsprechend rein. Den Kauflink setze ich euch in die Videobeschreibung. Und ich wünsche jedem von euch, dass er so ein Teil in der Bude stehen hat, speziell wenn ihr im Dachgeschoss seid, denn das rettet euch wirklich den Tag. Das soll es gewesen sein. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr bei den anderen Videos, die ich hier präsentiere, auch gerne immer herzlich eingeladen. Ich wünsche euch einen coolen Sommer und eine gute Zeit. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.